Warum war das mir jetzt wieder klar, dass ich jetzt wieder die Drecksarbeit machen muss? Aber Moment. Jo Leute, willkommen zurück bei Dead Space. Ja, wir müssen jetzt hier, wo sind wir denn? Genau, die Parabolantennen ausrichten. 6 Stück müssen gleich ausgerichtet sein. Und das müssen wir jetzt machen, da sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Und jetzt machen wir das. Ich glaube auch nicht, dass wir das ungestört machen können. Da wir bestimmt ein bisschen auf die Fresse kriegen. Und das bestimmt in der Schwerelosigkeit stattfindet. Und noch unter ohne Sauerstoff. Das wird hart. Oh, das wird ein bisschen Plasma-Kater-Energie. Ja, probieren wir es einfach mal, dann werden wir es sehen, wie schwer es wird. Ah, nur Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Und da sind sie schon. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Aber erstmal machen wir die Dinger weg, solange sie. Wenn sie nämlich da sind, dann kann ich sie ja, wenn sie weit genug weg sind, aber. Kann ich sie ja langsam zerstückeln. So. Den Arm ab! Nämlich wenn man sie zerstückelt, sterben sie schneller. Jetzt gucken wir uns mal den Schwachsinn hier mal an. Jetzt holen wir uns aber erstmal die Kiste. Ah, nö, mir nicht. Da ist das Ankerung gerissen. Kann ich das haben? Hier hin. Bom. So. Alter Scheiße. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Jetzt ist man hier hin. Die ist kaputt, die passt, die muss hier weg. So, du gehst mal da hinten hin. Weg! Hat das jetzt einen Schuss Munition gekostet? Nein. Dann kommst du. Ah. Nicht du! Ups, das hat jetzt Munition gekostet. Du. Hier hin. So. Was ist das jetzt so? Ja, du musst ja auch weg. Gehst du raus? Und. Hinten hin. Und dafür. Kommst du hierher. Zu weit weg. Hä? Ich verstehe noch nicht ganz das Rätsel der ganzen Sache. Kommst du hier hin? Warum kommst du hier nicht raus? Nee, die passt hier eigentlich. Du passt hier nicht. Du bist auch kaputt. Weg damit. Auch weg. Ist das alle kaputt? Du bist noch ganz. Und bist du weit weg? Dann holen wir dich mal. Irgendwas mit 6 Parabol. So. Müssen angepasst werden. Gut. Ah, du kannst ja nicht springen. So. Hier kommt Wayne again. So. Left. 4. Jetzt kommst du noch zu. Ah, du funktionierst. Jawohl. So. Du raus. Kommst du? Kommst hier rein? So, jetzt kommst du da drüben noch raus. Nur mit was ersetze ich dich? So, weg mit. Habe ich irgendwie noch eine ganze. Oh, da oben ist eine ganze. Die machen wir raus. Und die brauche ich da unten.
Bist du raus? Geh weg. Juhu! Das innerhalb von... Och, scheiße, ich sehe die Uhr nicht. Sieben Minuten oder so. Erstmal dahin. Ja, aber ich wurde relativ in Ruhe gelassen. Das finde ich gut. Achso, in sechs... Ja, knapp sieben Minuten. Ich sehe doch die Zeit. Ich bin doch blöd. Hey. Oh, da ist noch eine Kiste. Looten. So. Munition! Nur, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? So. Ganz einfach war das jetzt. Jetzt muss ich nur zurück zur Kommunikationsanlage, die wieder in Gang bringen und dann ab geht die Luzi. Aber ich denke, hier wird mir jetzt ein bisschen Gesellschaft entgegenkommen. Nehmen sie ja auch nicht doof, die Zombie-Aliens-Dinger. So. Achso, hier. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Och nö, ihr Idioten. Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein, nein, das darf nicht sein. USM Wähler, Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Dann lass mich raten, meine nächste Aufgabe. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Warum war das mir jetzt wieder klar, dass ich jetzt wieder die Drecksarbeit machen muss? Aber, Moment. Speichern! Speichern! Naja, ich will es jetzt nicht noch, euch nochmal zeigen müssen. Das ist ja doof. Kann ich nicht speichern? Speichern! Ah. Boah, bin ich heute ein bisschen bobbyhaft, kann das sein? Ja, wirklich. Alles möglich. Jetzt muss ich wieder den langen Fahrstuhl-Dinger nehmen. Denkst du, es kommt jetzt was? Ich hasse so lange Fahrten ins Ungewisse. Dass ich so lange Fahrten ins Ungewisse halt hasse. Jetzt muss nur irgendwas von der Seite reinbrechen. So beispielsweise. Irgendwas nur. Und ich krieg Schiss. Na gut, das war jetzt Glück harmlos. Aber ich habe zwei neue Punkte. Die könnte ich ein bisschen zum Verbessern benutzen. Ja, erstmal einen Header geben. Warum benutzt du auch meinen Fahrstuhl, du Arsch? Ich glaub, ich spinne. Ja, ich häng dich da auf, du Affe. So. Jetzt benutze ich erstmal die Werkbank. Werkbatch! Was machen wir? Ist fast voll. Oh, da muss man noch ein bisschen was machen. Ich habe ja zwei Knotenpunkte. Wohin gehen wir? So, jetzt machen wir hier auch mal der Match. So. Dann haben wir wieder zwei Datenknoten verwendet, aber das ist ja egal, wir haben ja genügend. Wir finden ja immer wieder welche. So, bin ich hier richtig? Jo. Jetzt muss ich hier längs. Und hier längs, der war eben gesperrt. Ah, Mann, bin ich gut. Du,
Fahrstuhl fahren, Fahrstuhl fahren, Fahrstuhl fahren. Alles easy, alles easy, alles easy. Gott, hier ist alles sneaky, safey. Lass mal das Ding hierher. Lass mal drauf treten können. Na, da ist ein Modul. Was ist das? Ja, gut, alles tot. Das kann ich nicht kaputt machen. Oh Gott, solche Türen sind immer was Komisches. Oder auch nicht? Wow, wieder fette Bom-Bom-Kanone. Auf was müssen wir jetzt schießen? Oh ja, ja, ja. Alter, das macht Spaß. Wenn ich mal das treffen würde. Boah, Alter, das Ding macht mich fertig. Ich treffe echt auch nichts. Warum gehen die Ärmel auch nicht kaputt? Alter, warum stirbt das Ding nicht? Auch einen Arm habe ich jetzt, zwei Arme habe ich jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Oh. Ai, ai, gosh. Zwei Arme. Ja. Woher nimmt sie auch die ganzen Ersatzteile hier? Gut, einen Arm noch. Dich kriege ich auch. So. Bum, bum, bum. Mann, ist das ein fettes Hässliches Ding. Muss ich dich töten? Warum bleibst du auch sitzen, du Idiot? Gut, ich habe noch drauf geschossen, das war was anderes, aber ich nicht sitzen bleiben müssen. Ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ja, da lebt ja auch noch. Ich versuche Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Seele finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, hallo. Jawohl, Chef. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Jawohl, ich bin auf dem Weg. Dass ich auf dem Weg bin. Tür zu. Es zieht.
Map. Fahrstuhl fährt jetzt runter. Da muss ich wieder um die Kurve und darum. Die Map erinnert mich ein bisschen an Alien Isolation. Bisschen so. Ja, darum. Das ist aber besser als bei Alien, weil hier kannst du immer schön gucken, welche Richtung du musst. Das Spiel ist eigentlich nicht verkehrt dafür, dass es schon so alt ist. Oh oh. Aua! Ist der auf mich zu facesacken? Ja, ihr könnt ja nix, ihr könnt da. Können tun sie nix. Pfeifen. So, weg hier. Oh, ich hätte so ein Ohrwurm von dem Lied, so Hooligan, wie das immer heißt. Das ist richtig cool. So, da wir diese Mission jetzt auch geschafft haben und die Zeit schon wieder fast rum ist, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.